Hallo liebe Hungrige, diese Bier-Butter-Champignons sind wirklich eine geniale Beilage zum Grillen, passen wunderbar zu Geflügel und Steaks, können kleingeschnitten aber auch ein Topping für Burger oder sogar Pizza sein. Sehr, sehr lecker, wie ihr gleich sehen werdet, und wir brauchen dafür natürlich Champignons, am besten braune, und die sollten nicht so riesig sein, aber auch nicht winzig, weil sie ja beim Braten noch an Größe verlieren. Wir brauchen etwas frischen Thymian, Knoblauchzehen, schönes Stück Butter, an Gewürzen reichen Pfeffer und Salz, und wir brauchen Bier. Im Prinzip geht jede Sorte. Ich finde aber, am besten eignet sich ein Bier mit einer süßlichen Note. Deswegen geht eben auch Karamellbier, und sehr gut passt eben auch für meinen Geschmack jedenfalls Porter. Auch das hat ja so einen Hauch Süße. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten. Die Knoblauchzehen schälen und fein hacken, und vom Thymian werden die Blättchen abgezupft, und falls ihr eine besonders große Sorte verwenden solltet, dann diese auch noch ein bisschen hacken. Bleiben noch die Champignons, diese werden geputzt, und dafür bitte nicht nass machen, sondern einfach mit dem Küchentuch oder einer Pilzbürste bearbeiten. Die Zubereitung selbst kann natürlich auf einem ganz normalen Herd stattfinden. Ich stand aber gerade am Gasgrill und nehme daher diesen. Als Pfanne empfehle ich entweder eine gusseiserne oder solch eine Grillpfanne. Und wo ihr sowas herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. In die Pfanne kommt jetzt die Butter, und diese wird geschmolzen. Passt dabei auf, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, denn die Butter soll nicht braun werden. Ist die Butter dann geschmolzen, geben wir nun auch die geputzten Champignons mit hinein. Diese mal durchrühren. Sie sollen nach Möglichkeit rundherum von der Butter benetzt sein. Und dann kommt auch der kleingeschnittene Knoblauch mit in die Pfanne. Und nun nochmals alles miteinander vermengen. Haben wir dann alles so bei mittlerer Temperatur für 2-3 Minuten schon mal angebraten, gießen wir nun das Bier mit dazu. Wiederum alles miteinander verrühren. Und das werden wir in den nächsten 20 bis 30 Minuten, die genaue Dauer hängt natürlich von der gewählten Temperatur ab, mehrfach tun, also gelegentlich umrühren meine ich. Denn so lange wird es dauern, bis das Bier fast komplett einreduziert ist. Ihr werdet feststellen können, dass sich die Pilze dabei auch farblich noch etwas verändern, dunkler werden. Ist dann das Bier zum größten Teil schon einreduziert, streuen wir nun auch den Thymian mit ein und würzen anschließend kräftig mit Pfeffer und ebenso mit Salz. Wieder alles gründlich durchrühren, und dann wird weiter gegart, bis das Bier vollständig einreduziert ist und nur noch ein etwas dicklicher Sud übrig bleibt. Also so ungefähr. Ich mach's mal ein bisschen größer, du könnt das besser sehen. Und damit sind sie auch schon fertig, und wir können die Pfanne vom Grill nehmen. Sieht auf alle Fälle sehr appetitlich aus, da werdet ihr mir bestimmt recht geben. Und diese Bier-Butter-Champignons schmecken auch wirklich richtig lecker und schön aromatisch. Sind, wie gesagt, ausgezeichnet als Grillbeilage geeignet. Bei mir zum Geflügel, aber ihr werdet da schon selbst köstliche Kombinationen finden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings als Grillbeilage lieber einen Kritaraki-Salat zubereiten möchtet und als Nachtisch vielleicht ein Eis, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.